Das gibt es ja wohl nicht. So, ihr Penner. Jetzt ist hier Feierabend. Nummer 1. Bitteschön. Oh, hinter mir. Heilige Scheiße. Ich hab dich gesehen. Ich werde sterben. Und weg. Oh, nachladen. Gefährlich, gefährlich. Hier bin ich. Ich musste ein Versteck finden. Ah, geil. Als blinder Passagier auf die Venus fliegen. Wie geil, dass das funktioniert hat, das Vorpreschen. Aber ich war beinahe gestorben. War eine knappe Nummer. Das Ding ist halt, du musst eben wirklich, wenn du hier stealthy vorgehen willst, das mit den Dosen machen. Und das, die Dosen, der Dosenwurf ist natürlich dieselbe Technik wie die Granatenwurftechnik, ne? Und ihr kennt meine Theorie, die Granatenwurftechnik in Spielen ist mit Absicht in jedem Spiel anders gemacht und immer schlecht. Die Granate landet nie da, wo das Fadenkreuz ist, niemals, sondern immer ein bisschen drüber, drunter, rechts, links, so dass die Granate prinzipiell nie eine Gefahr für den Gegner ist, sondern tendenziell immer für den, der das Ding wirft. Oder, genau, ne? Also entweder rollt das Teil wieder zurück auf mich und ich muss um mein Leben bangen, oder eben die Dose, die verrät mich. Die verräterische Dose. So, das hätten wir auch alles anders machen können. Hier, guckt euch das an. Das wäre alles so einfach gewesen. So, wo ist denn das jetzt hier? Okay. Okidoki. Das könnte interessant werden. Auch wenn diese Raumanzüge zwei Dinger vorne auch mit schon standen. Mit dem Flug ins Weltall hatte ich mein Todesurteil unterschrieben. Es war ein Himmelfahrtskommando. Das Ende für Revolverheld Joe. Aber ich musste weiter. Ich musste kämpfen. Für Papa. Für Amerika. Für den Frieden. Für die Freiheit. Okay. Befreie dich aus dem Container, so wird's nichts. Es fühlte sich an, als wäre ich ewig im Container gewesen. Alles tat weh. Ich wusste nicht, wo oben und unten war. Aber ich musste raus und verhindern, dass Metze die Orbitalkanone einsetzte. Mann! Was ist hier? Kannst du mit dieser Scheißdose nicht einfach mal davor werfen? Ist das so schwierig? Also der wirft die Dose wirklich immer so einen Millimeter rechts dran vorbei. So ein Schmarrn. Wirft die doch genau dahin, wo das Fadenkreuz ist. So, jetzt ist Schluss hier. Das wird eh nichts mit dem Geschleiche. Jetzt wird hier fett abgeballert. Komm jetzt her, Junge. In die Nüsse, auf den Sack und dann voll auf die 12. Also, das ist doch albern. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe die Dose aus 2 cm Entfernung geworfen. Er hat es nicht hingekriegt. Bitteschön, Granate. Oh, shit, da ist er. Ah. Okay, den haben wir. Sehr gut. Nummer 1. Ich finde es sowieso viel besser, wenn wir direkt am Anfang schon mal zeigen. Wir sind da. Wow! Schieß doch! Was ist denn hier los? Ich drücke. Er lädt nicht nach, er schießt nicht, er macht nichts. Ganz linger Pupsbert. Drecksköter. So, warte mal, wenn ich hier hinwerfe. Alles klar. Also wirklich ein Millimeter. Aber es tötet eben auch nicht. Wozu sind diese blöden Dosen überhaupt da? Die Dosen kannst du echt vergessen. Aua! Wer hat mich da angeschossen? Ja, Granaten. Granaten für die Klappspaten. So, jetzt kommt der Köter. Wow! Laser-Superdödel. Haben wir ihn?
Nein! Boah, Atombomben-Johnny. Jetzt habe ich meine Granate aus Panik geworfen. So. Himmel. Arsch. Und da ist er. Du Halunke. Boah, leck mich doch am Sack. Ihr stinkenden Scheiß-Nazis. Der Drecksgeburtshölle der Furzbärde. Jetzt ist hier Feierabend. Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit, dass ich mich hier von diesen Hampelmännern so vorführen lasse. Jetzt wird hier ordentlich der Nazi abgeknallt. Was soll das überhaupt, dass wir hier so ein Zinnober machen? So, wo ist der? So, jetzt schnell weg. So, lieber nach hinten gehen. Genau, der macht nämlich seinen Laserfurz. Oh, ist der Köter hinter mir oder was? Das ist doch wohl. Du Scheißköter. Boah, ist das ein... Jetzt esse ich hier erstmal die ganzen Käsewürfel auf. Alter, ich werde so Durchfall kriegen. Durchfall im Weltall. Das Allerschlimmste. Trottel. Ich hoffe, hier hinten ist nicht noch irgendeine Treppe. Oh oh, das hört sich nach einem großen Johnny an. Oder nach gar keinem Johnny. Hat sich's ausgejohnnied? Hm. Hat sich ausgejohnnied. Okay. Oh, manchmal muss man auch einfach in diesen Wutmodus übergehen, oder? Einfach mal richtig wütend und dann frisch an die Sache ran. Und dann gibt's einfach mal richtig Fett aufs Fressbrett. Also, das gehört auch einfach manchmal dazu. Ne? Jetzt haben wir uns hier schon so eingeboxt. Die Dosen, dieses der letzte Scheiß hier. Anweisung für Metzes Transport. Verstorben. Ich bin nicht verstorben. Ich bin quieklebendig. So. Metzi McMetzenberg. Das ist hier schon so groß. Warum ist das alles so groß? Warum kriege ich so viel Munition? Ich muss mir auf jeden Fall immer merken, wo die ganzen Heilpackages sind. Ne? Hier hinterlasse die mal zurück. Und dann benutze ich die nicht. Ratten auf der Venus. So, was wird passieren? Naja, der war double the gun, ne? Sieht so ein bisschen aus, als würde jetzt was ganz, ganz Großes auf uns zukommen. Ah, erstmal gibt's ein dickes Upgrade. Für die dicke Pumpe. Genau. Achtung, Metzi. Es geht los. So. Ist das eigentlich die Base aus dem Originalspiel? Ah, oh, es geht raus. Okay. Ah, das ist hier wieder das mit dem Abkühlen. Der gute Diesel direkt in die Vene. Was? Wer versperrt die Sicht? Ich liebe die Pistole einfach. Ich muss sie benutzen. Ich muss sie echt benutzen. Die hat so einen Bums. Die hört sich auch so geil an. Die gefällt mir einfach so gut. So, zack. Das ist nicht gut. Das ist nur E10. Oh, diese riesen Bobbles hätte ich benutzen können. Ach, schön. Einfach schön. Ist einfach auch mal schön zwischen diesen ganzen Action-Einlagen. Hallo. Das ist das Geräusch des Todes. Tschüss. Ich würde mal sagen, das hat ordentlich gespratzt. Das hat ordentlich gespratzt. Freund Blase. Da platzt doch glatt der Nazi. Sag, komm her, wir haben so viel Munition für die Knarre. Komm, geh hoch. So, haben wir hier dann auch den Übersoldaten platt gemacht?
Double Kill? Nichts mit Double Kill. Nicht mal eingekillt. Granate für den Arsch. So, wo haben wir hier den Johnny? So, bitte mal sterben. Okay, hier hinten ist einer. Wir kommen näher. Da haben wir ihn schon. Zack. Oh, ich würde ihm so gerne den Kopf abreißen. So, die werden wahrscheinlich von der Seite wieder kommen, ne? Hoi! Tschüss. Nicht den Kopf verlieren. Einfach umgeschubst. So, wo ist der andere General? Sonst wird es hier kein Ende geben. Oh, ich brenne. Oh, komm, hau den Nöppel ran. Meine Güte. Da war ich hier in der Sardinenbüchse drin. Da wäre ich beinahe durchgebrannt. So ist das, ne? Das ist diese Arbeitsbelastung. Der Burnout, der war kurz bevor. Meine Güte, das hatte ich gar nicht mehr im Blick. So, zack. Wieder ein Heilpackage. Oh oh. Geil. Hammer. Ich liebe Explosionen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber es muss einfach immer krachen. Es muss richtig rumsen. Da muss irgendwie das Blech wegfliegen. Die Gedärme müssen entsorgt werden. So muss das einfach sein. Und dieses Spiel, die haben es wirklich sehr geil inszeniert. So, warte mal. Hier hinten ging es doch weiter, oder? Nee, hier war es nicht. Habe ich hier nicht gerade... Da. Halt. Den Hut setze ich mir noch auf. Warte. Nehme ich auch noch mit. Jetzt. Warte. Zack. Zack. Bitteschön. Okay. Ich wollte schon sagen, die Deckung war doch gerade gar nicht da, aber die ging dann erst hoch. Okay. Das war geil. So, Freunde des Friedens. Jetzt geht's richtig rund. Metzi. Metzi. Metz, 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 Metz. Hm. Ich nehme auch gerne mit. Okay. Wir wissen eh, was passiert. Oh. Zack. Punch in the nuts. Stimmt, die Waffe kann ich auch mal benutzen. Ich habe mich aber in dieses MG hier so verliebt. Das hat so einen richtig schönen... Das hört sich auch so gut an. Und das drückt so schön rein. Und wenn du einfach auf den draufballerst und der nach dem dritten Schuss einen Arm verliert... Ach, das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Okay. Ich würde mal sagen... Oh, scheiße. Ich dachte, sie wären tot, Joe. Hartnäckig wie ihr wertloser Vater, der in den Hillsborough-Minen als Sklave schuf. Tag, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück beim... ersten DLC von Wolfenstein 2 und so weiter und so fort. Ja, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Da ist irgendwas ganz Großes. Da ist was ganz Großes. Ein Mega-Roboter. Also ich hab gar nicht gekämpft. So, let's go. Wir wollen einfach ballern. Wir machen es einfach nackig. Ich könnte dich den auch mal... Alter, könntest du einfach den töten? Da liegt er auf dem Boden. Also so ein Schwachsinn. Ich renne den um. Ich könnte schon wieder kotzen. Ich renne den um und was macht ganz linger Joey? Der holt seine Cola-Dose raus. Dola-Kose. Cola-Dose raus und wirft sie auch noch auf den... Ey, ich höre jetzt auf mit dem Schwachsinn. Jetzt wird hier jeder einfach nur abgeschossen. Jetzt wird hier einfach nur getötet. Jetzt wird hier durchgebratzt. Wie ihr wertloser Vater, so, da ist er. Als Sklave. Und wo hat ihn da haben wir nächsten. Unter die Erde. Heilige Scheiße. Oh shit. Warte mal, da war noch das Ding hier.
Oh, du arme Sau! Großer Drache des Ku Klux Klans. Ich habe ihn einmal gefragt, Vater, woher weiß ich, dass Weiße besser sind als Farbige? Da antwortete er, nutzt doch deine grauen Zensur. Boah, fick dich, du Arschloch. Das ist dieses psychedelische Gelaber von diesem Nazi. Das geht mir schon auf den Senkel. Kein Wunder, dass man da gar nicht gewinnen kann. So, mal ganz cool bleiben. Wie kann ich diesen alten Sack besiegen? Ich brauche auf jeden Fall alles. Und dann geht's los hier. Jetzt wird einfach... Ich dachte, sie wären tot, Joe. Hartnäckig wie ihr wertloser Vater. Warum ist denn der jetzt hier? Ja, oder eben nicht hier. Als Sklave schuftet. Und wo hat ihn seine Hartnäckigkeit hingebracht? So, jetzt mal durchladen. Alles einsacken. Und dann geht's weiter. Heilige Wurst! Boah! Mein Vater war ein Prediger, Joe. Und nachts ein großer Drache des Ku Klux Klan. Alter. Ist die Waffe leer oder was? Die ist leer. Weiß ich, dass Weiße besser sind als Farbige? Da antwortete er, nutzt doch deine grauen Zellen, Sohn. Ich wurde geweiht, um mit Gott zu reden. Sehen Sie, Joe? Gott ist auf unserer Seite. Oh, laber mich nicht voll, Junge. Renn, renn, renn. Geh auf, geh auf, geh auf. Jesus. Gott ist auf meiner Seite. Gott ist nicht auf meiner Seite. Wo bin ich jetzt hier landet hier? Stirb jetzt. Ich werde sterben. Mann, was ist denn das für ein winziges Level-Design? Wie willst du diesen fetten Roboter besiegen? Auf diesem 2 Quadratzentimetern. Boah, ey, das ist heavy. Ah, wieder so eine. Oh, Scheiße. Der eine ist da drüben. Ich dachte, sie wären tot, Joe. Hartnäckig wie ihr wertloser Vater, der in den Hillsborough-Minen als Sklave schuftet. Und wo hat die. So, ich würde gern den. Oh, was willst du denn machen? Du wirst hier direkt beschissen von dem Dicken. Ja, erstmal nachladen. Also, das ist doch der letzte Furz, Alter. Immerzu habe ich eine Knarre in der Hand. Logisch, du nimmst eine Knarre von einem Tisch und die ist erstmal leer, oder was? 3 Schuss drin. Willst du mich verarschen? Ich habe die noch gar nicht benutzt. Warum ist das Ding schon wieder leer? Und wenn ich die Waffe wechsle, ist auch wieder leer. Der Fluch der leeren Waffe. Oh, Scheiße. Alarm, Alarm. Hier drüben ist ja eigentlich eine ganz gute Position. Ne, ihr seht mich ja gar nicht. Und wo hat ihn seine Hartnäckigkeit hingebracht? Unter die Erde. Oh, ich weiß noch nicht. Was? Der kann hier drum rumschießen oder was? Oh, leck mich doch am Arsch. Sowas fetzt nicht. Sowas fetzt nicht. Das ist einfach zu schwer. Sowas ist echt scheiße. Es tut mir leid. Das ist kein gutes Level-Design. Was war denn eben so geil bei Wolfenstein 3D? Du hast ein Level und du hast den Level lesen können. Du hast immer eine Chance, irgendwo noch abzuhauen. Ich dachte, sie wären tot, Joe. Ja, das denken viele. Oh nein, dass ich das auch nicht abbrechen kann hier, wenn ich einmal, das ist auch so hirnrissig. Warum war dieses schnelle Karate-Kung-Fu-Ding bei Doom so geil? Weil du in der Zeit unbesiegbar warst und das ging schnell. Dass du hier gefangen bist in der Animation und stirbst natürlich. Wo ist er hin? Hier ist er weg. Und wo hat ihn seine Hartnäckigkeit hingebracht? So, jetzt muss ich den dicken Platten machen. Hallo, Sex! So, Platte gemacht. Okay, jetzt. Das dauert echt zu lange. Das ist einfach, du willst hier wie ein Stealthy platt machen, das dauert... Oh. Schießen! Vater, Popata. Geht halt doch die Stauze, Junge.
Benutzt doch deine grauen Zähne. Sechs, Junge! Benutzt deine grauen Zähne, um die Waffe zu wechseln. Boah, du rennst! Guck dir das an, ich renne doch, Mann! Meine Herren, ich krieg nur auf den Deckel von dem fetten Arsch. Komm, nimm jetzt alles. Konsumiere. Ich werde sterben. Oh yes. Okay, let's go. Double time. Schieß! Boah, leck mich am Arsch! Aus dem Weg. Ja! Ich brenne, Alter. Ich brauche unbedingt was zum Abkühlen. Kann ich zurück? Kann ich auch nicht. Nimm jetzt eine Waffe, wo was drin ist. Was ist hier los? Immerzu habe ich irgendwas in der Flosse, was nichts bringt. Was ist das? Ich habe Cola-Dosen. Ich will keine Cola-Dosen. Ich brauche Äxte. Ich brauche Knarren. Ich brauche Waffen. Oh, jetzt lebt der wieder, oder was? So ein Schwachsinn. Ich habe ihn einmal gefragt, Vater, woher weiß ich, hatte Sie, ihn. Dass Weiße besser sind als Farbige? Da antwortete er, nutz doch deine grauen Zellen, Sohn. Ich wurde geweiht, um mit Gott zu reden. Sehen Sie, Joe? Oh, könnte ich gerade ausrasten hier. Auf Ihre auch? Nachladen. Schieß! Und jetzt stirb, du Drecksau! Und wieder hinten rein. So. Aus dem Weg. Sehr gut, damit haben wir ihn. Jetzt speichern. Boah, der ist heftig. Der ist ziemlich heftig. So, ich brenne. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Venus schwitzte ich schlimmer als beim Training im August. Flüchtige Erinnerungen. Nicht viel zum Festhalten. Raus hier. Der Wind des Hasses, der mich weitertrug. Boah, das war heftig. Alter, geht's noch? Voll auf die Nase. Oh. Metze, du dreckiges Stück Scheiße. Gerechtigkeit, Joe. Du hättest ein gutes Leben haben können, wenn du dich auf dem Rasen benommen hättest. Sieh dich an. Wie ein nasser Lappen auf dem Boden. Bevor ich dein Hirn über diesen verteile, irgendwelche letzten Worte? Mhm. Wieso hast du die Kanone nicht abgefeuert? Die Orbitalkanone? Oh, sie ist doch nicht einsatzbereit. Das sind deine letzten Worte, Sklave? Nein, aber das hier. Auf Wiedersehen, du Regime-Bastard. Ich hatte den Scheißkerl so erledigt, wie es mir mein Papa vor Jahren beigebracht hatte. Für ihn und die Brüder und Schwestern, die unter dem Regime leiden mussten. Metze war endlich tot. Und ich war ziemlich mitgenommen. Aber als ich dachte, das Spiel wäre vorbei, sah es ganz nach einer Verlängerung aus. Okay. The Adventure of Gunslinger Joe haben wir damit anscheinend abgeschlossen. Das scheint es wirklich gewesen zu sein. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder gemotzt habe, aber gehört dazu, ich habe auch beim Ende von Wolfenstein 2 The New Colossus gemotzt und fand den Endboss dann ziemlich geil, beziehungsweise die Endbosse. Ihr habt es nicht gesehen? Direkt nachholen. Ja, war auch geil hier, muss ich sagen. War ist schön knackig schwer, hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen motzen darf ich ja wohl. Nee, dadurch, dass es wirklich der Endboss war, fand ich es schon wieder geil. Das muss richtig schön knackig sein, das war genauso
am Limit ein bisschen drüber über der Frustgrenze. Ein bisschen drüber. Das wollte ich ja auch. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es auf einmal so schnell beenden. Jetzt überlege ich gerade, fange ich die nächste Story schon an oder mache ich das im nächsten Part? Weil das ist ja schon irgendwie was Abgeschlossenes, ne? Ah, schwierig. Ich glaube, ich mache einen neuen Part, Leute. Weil es ist, passt dann einfach besser, ne? Auch von den Parts, die ich immer so ausbringe. Deswegen, heute ein kürzerer Part. Ja, komm her. 12 Minuten. Das ist gut. Einfach mal von Firlefanz 12 Minuten beim Operation zuzuschauen. Gehört auch dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's mit den Freiheitschroniken von Wolfenstein 2 The New Colossus weiter. Mit der netten Dame namens Agent Silent the Death. Okay, wieder 3 Bände. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gefällt mir dieses kleine Zusatzpaket hier von Wolfenstein sehr gut. Ich hoffe euch auch und ihr abonniert meinen Kanal und bleibt dran, denn es geht bald weiter. Bis dann. Ciao.